Erstmal, der Schwein. Ich glaube, ich verzichte auf die örtliche Spezialität. Wieso, du wolltest auch was essen, du Spastard? Okay. Ich geh nochmal ins Ziel in das komische Kasperle-Theater. Die Geister, das ist das schlechteste Geister, Mann, oder? Muss das frauenfeindlich? Warum mag der Junge das so? Ist er Rassist? Ist er Sexist? Ich dachte, Kasperle-Theater wären aus der Mode. Ja, ich dachte, so heißt die. So, noch mehr reingehen. Ja, komm. In welcher Bude? Auf Wurfbude. Ich will auch Wurfbude. Ja, das ist die Wurfbude. Oh. Wir gehen nach Celtic Corner. Das war bis jetzt immer die Lösung. Zu viel getrunken, also zu viel insgesamt getrunken, nicht nur Alkohol, sondern insgesamt viel schlecht. Ich bin verfolgt und so. Ah, ja, der Silent Hill 3, Silent Hill 3 Walkthrough, Mann. Oh, war das so scheiße. Selbst hier sind Lautsprecher. Verfolgen einen. Boah, Alter, die Lautsprecher haben die hier umgebracht. Aber diesen Part mit der Kirche, das ist der dümmste Part im ganzen Spiel, den hasse ich einfach nur. Der Saftladen ist natürlich offen. So. Ein paar Bücher raus. Ich kann ein bisschen vergleichen. Dieses Piktogramm stellt das große Fan dar. Awesome shit, man. Oh. Wo ist denn das Fan? Was haben wir noch hier für ein paar Fotos? Das haben brauchen wir. Das haben wir schon, ne? Dieses Bild zeigt eine Stadt oder ein Dorf. Und das hier? Das Symbol steht für ein Auge. Brauchen wir noch ein Foto? Ja. Das nicht vier? Oh, wir haben nur drei. Das ist nicht recht. Okay. Stoop! Holy crap, man. Noch, was sollen wir jetzt noch machen? Rausgehen. Gehen wir da weiter. Da oben. Da werden wir unser Fernrohr noch nicht. Wir haben ja unser Fernrohr noch nicht. Klar haben wir das Fernrohr. Nein. Doch. Wo denn? Wir haben es noch nicht. Warum glaubst du, wir haben das noch nicht? Wir haben das noch nicht. Ja, aber... Ach ja, genau, wir brauchen das. Ja, dann spricht der Bob Thorne mal darauf an. Können wir weitergehen schon? Nein, natürlich nicht. Und weiter geht's nicht. Wetten? Wetten? Wetten wir? Wetten wir? Stimmt. I won, bitches. Oh, ich stell vor, ich muss gleich das Silent Hill spielen, ich glaube, ich würde sterben. Ich muss alles schön zurücklaufen. Ach. Shoot of the day. Wird diese Taube auch mal auf die Telefonzelle gekackt? Die auch. Schönen 1. Mai, Mr. Tawny. Bob, bitte. Ja. Ich heiße doch nicht Bob, Job noch. Danke. Haben Sie das alte Fernrohr repariert? Was sag ich? War gleich heute Morgen dran. Bitte schön, kommt mir bekannt vor. Ach ja. Awesome shit. Jetzt haben wir das Teil und jetzt können wir erst einen schönen 1. Mai noch. Ja. Okay. Das stand aber gerade noch nicht zur Auswahl, oder? Nein, stand das auch nicht. Aber wieso jetzt? Ich weiß nicht. Was haben wir gemacht? Da, wir haben das Fernrohr. Gut, jetzt können wir erstmal wieder zurücklaufen. Der Jahrmarkt von Strand von Sachsen ist jetzt geöffnet. Yo, man, I'm a foreign man. Hit. Super the day. Tomato plus pepper, sorry. Ja. Schade. Nee, sorry heißt nicht schade. You can't speak English. I are pro English speaker, but you can't, because you are fail.
habe euch behauptet, dass... I have skills. Ja, dude, I have skills. Ist doch in Ordnung. Ist I has richtig? Na, sicher ist das richtig, auf jeden Fall. Nein, es ist falsch. Wenn du das sagst, ist das so, wenn du hast... Halt die Fresse. Du hast gesagt, das muss stimmen. Halt die Fresse. Mensch. Juhu. Nein, der Part ist gay. Die Kirche von Alcom. Endlich habe ich dich gefunden. Ja, einfach mal auf den Weg entlang gehen. Hatte ich ja sonst nicht gestört, irgendwoher zu gehen. So. Das jetzt ist, natürlich ist das noch ein Rätsel, aber das ist eigentlich unnötig, wenn man überlegt, dass er einfach so da hätte er gehen können. So, jetzt wie hier. Der Part zackt so krass und ohne Walkthrough wird das scheiße lange dauern, ganz ehrlich. Kann ich noch? Ein Denkmal mit einer Inschrift. Oh, lol, lol, lol. Eine Kirche auf den Klippen, die weit über das Meer blickt. Im Turm ist eine beeindruckende Uhr. Die Tür ist verschlossen. Ah ja. Bastard. Hier sitzt jemand. Oh. Eins, zwei, drei, sieben, elf, einundzwanzig, dreißig. Alles muss versteckt sein. Ich komme. Oh, haben Sie mich erschreckt, Mister. Ich dachte, Sie wären mein Bruder Timmy. Wir spielen Verstecken. Wollen Sie mitmachen? No. Hallo? Wer bist du denn? What the Nancy, fuck? Nancy, hallo, wollen Sie mitmachen? Mein Bruder, wenn wir ihn finden können, ist Timmy. Sein richtiger Name ist Timmy. Und wenn Thomas. Wir nicht finden können, aber heißt er nicht Timmy. Aber nicht, dass ich es verraten habe. Er hasst ihn. Was, er hasst mich? Warum hasst Timmy seinen Namen? Ist die Schuld meines Vaters, wissen Sie? Sein Vater hieß Thomas. Also bleibt es in der Familie, wenn Sie so wollen. Wo ist Timmy? Die dümmste Frage, wo es gibt. Oh, Mister, das würde mir die Mühe sparen. Und ich kann hier sitzen und Schallplatten hören. Hier ist ein Hausparty. Gehört das Grammophon dir? Wir haben es da hinten gefunden, in der Sakristei, unter ein paar alten Kisten. Und direkt daneben eine Kiste mit verstaubten alten Platten. Die Lieder sind etwas altmodisch, aber es ist besser, als in der Stille zu sitzen. Finden Sie nicht? Kann ich dich etwas über die Kirche fragen? Sie fragt dich, was du ja, mir missachtest. Ich habe nur, dass Timmy ihn nicht mag. Ich bin eine Dame mit viel Zeit. Wart ihr schon mal im Turm? Ja, natürlich. Ist schon Ewigkeiten her. Timmy hat einen Schlüssel gefunden. Einen großen alten. Und rostig ist er. Ich glaube nicht, dass viele Leute auf den Turm steigen. Nein, wohl eher nicht. Ich erzähle Ihnen etwas Seltsames. Manchmal hören wir Glocken. Nicht besonders laut, aber definitiv Glocken. Als gäbe es eine Hochzeit oder so. Das ist doch ganz normal für eine Kirche, oder? Ah, das Komische ist, dass niemand hier ist. Wer würde hier schon heiraten wollen? Ist ein wenig deprimierend, oder? Ich heirate bestimmt nie. Was ist mit dem rostigen Schlüssel geschehen? Der Turmschlüssel? Ja. Er hat ihn versteckt. Timmy ist so. Er versteckt gern Dinge. Er wird es Ihnen sagen, wo er ist, wenn Sie mit ihm das Rätsel lösen. Er will es unbedingt lösen. Ich kann's versuchen. Ich finde, es ist Quatsch. Okay, das Rätsel kennen wir auch nicht mehr. Und ich glaube, da brauchen wir auch Hilfe von Walkthrough. Timmy sagt Ihnen mehr. Brauchen wir. Nancy, ja. Ich glaube, du bist ein Geist. Was? Ein Geist? Hören Sie mal, Mister. Plaudern ist ja ganz nett, aber jetzt werden Sie unhöflich. Ich bin nicht unhöflich, Nancy. Deutsche. Ich bin vielleicht etwas blass und meine Kleider sind etwas aus der Mode. Aber was will man tun?
Wir sitzen auf dem Land fest. Tut mir leid, ich wollte dich nicht beleidigen. Wenn ich nach London zurückkehre, kauft mir mein Papa ein neues Kleid. Dann sollen sie mal sehen. Er kauft mir ein neues Kleid, wenn er wiederkommt. Blöder Krieg, der dauert ewig. Hat der Vikar nichts dagegen, dass ihr in der Kirche seid? Der Vikar? Wir treffen hier nicht viele Leute. Ich war überrascht, Sie zu sehen. Manchmal hören wir Dinge, Schritte und Husten, aber es ist niemand da. Timmy glaubt, es sind Geister. Aber ich habe ihm gesagt, Weißbrot. Sowas gibt es nicht. Er ist komisch. Er sind halt schon ganz nervös, wenn du das Wort Geister hört. Hast du die Steintafel auf dem Friedhof gesehen? Ja, den alten Stein habe ich gesehen. Es ist wie ein Grabstein. Aber es liegt niemand mehr darunter. Das stimmt. Es ist eine Inschrift drauf. Ich kann es nicht lesen. Es ist Quatsch. Timmy glaubt, es ist ein Rätsel. Vielleicht können Sie es mit ihm lösen. Habe ich schon mal gefragt, was macht ihr in der Kirche? Nee. Was macht ihr in der Kirche? Nur spielen. Es ist kühl hier drin, fern vom Sonnenlicht. Zu viel helle Sonne tut mir gar nicht gut. Was meinst du? Ist schlecht für meinen Teint. Das sagt zumindest der Doktor. Es ist schön hier drin. Ich war zu Hause nicht in vielen Kirchen, aber diese hier ist schön. Es ist leise und kühl. Kann ich dich noch etwas anderes fragen? Ja, warum nicht? Das haben wir jetzt mal. Ist euer Zuhause in der Nähe? Zuhause? Mein Zuhause ist in London. Sie hatten doch nicht gedacht, ich wäre von hier, oder? Nein. Wir warten, dass mein Vater aus dem Krieg zurückkommt. Dann können wir nach Hause. Ja, Krieg, ne? World War II. Können die schon 60 Jahre vielleicht... Okay, vielleicht Krieg. 60. Meinst du den Krieg im Nahen Osten? Der Nahe Osten? Östlich von was? Sie meinen Ost-London, nicht? Nein, auf der anderen Seite der Erde. Die Rückseite der Welt. Der Welt? Nein, Sie Dummkopf. Der Krieg in Frankreich und Belgien, wo die Schokolade herkommt. Er stürmt feindliche Linien. Zumindest steht das in der Zeitung. Der Krieg ist seit Jahrzehnten vorbei, Nancy. Die Welt hat sich verändert. Das stimmt nicht, Mister. Leben Sie denn hinterm Mond? Und es ist ein großer Krieg. Und Papa wird ein Held sein. Und viele Leute töten. Das ist er sicher. Du wirst sehr stolz sein. Ich wünschte, wir würden von ihm hören. Er sagte, er würde schreiben. Vielleicht. Vielleicht. Was? Vielleicht, vielleicht. Wie kommt ihr nach Alcombe? Wir wurden von meiner Stiefmutter hergeschickt. Sie war froh, uns los zu sein. Und unter uns gesagt, ich glaube, sie mag uns nicht. Warum glaubst du das? Papa weiß das nicht. Timmy und ich wissen, wie sehr sie mag. Gott weiß warum. Ich glaube, sie ist eine Hexe. Vielleicht ist sie das. Man nennt uns, glaube ich, Evakuierte, aufs Land geschickt. Zu unserer eigenen Sicherheit. Ha! Wohl eher zu unserer Langeweile. Wir wohnen auf einer Farm hinter dem Hügel. Das hat sie richtig Schuhe. Ist das okay? Es sind nette Leute. Ein wenig alt, aber sie sind nett zu uns. Mehr können wir nicht erwarten. Meistens sind wir hier, in der Kirche. Es ist irgendwie unsere Kirche. Ein ziemliches Abenteuer. An Tagen wie heute ist es langweilig. Ich darf nicht zu lange in die Sonne. Und Timmy versteckt sich immer draußen. Er ist so ein Teufel, der Kleine. Kann ich dich noch etwas anderes fragen? Ja, warum nicht? Ich muss leider weiter. Auch gut, Mister. Tschüss. Alright, ich hasse diesen Dialog. Der war so fucking lang. So, hier ist ein Buch. Das können wir uns angucken. Chill Pill ist hier. Och nein, dieses Klavierrätsel, das hackt so krass. Noch schlimmer ist, dass es halt leicht. Ist eng mit der Kirchenorgel und der Gemeinde verbunden. Ah ja. Ja, ich muss... Penis.